Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge der satirisch ausgelegten JTI Rap News mit wahrer Kern aus Aussage des Kernes. Der News-Karasse ist egal, was ich gesagt habe, meine Freunde. Heute erfahrt ihr, wieso Bushido Kollege entfolgte, Kollege Bushido entfolgte, einen Sack Reis umfiel und Mosh 36 sich vom Label trennte. Krank, vis-à-vis du über Jahre hinweg als beste Moderatorin bei 16 Bars überhaupt galt und die einzige Frau ist, die das Thema Rap sehr schön auffasst, nie Angst vor großen Rappern hatte, dabei mega hübsch aussieht, in jedes Interview übertrieben krasse Sneaker trägt und auf Google anscheinend nur auf ihren Körper reduziert wird, ist krank. Ja, meine Freunde, erst erkrankte Punch an Arroganz und nun scheint vis-à-vis sich überarbeitet zu haben. Auf Facebook teilt sie mit, dass es ein Warnschuss war, der nicht von Kollege als Sidudis zu verstehen ist, sondern durch eine nicht auskurierte Grippe entstand. Ich wünsche dir alles Gute, vis-à-vis. Melde dich, wenn du wieder Sneaker kaufen gehst. Nein, ich möchte dir keine kaufen, aber ich möchte dich gerne, na gut, ich möchte dir wohl welche kaufen und dich dabei beraten. XO, XO. Eilmeldung, Bushido, besser bekannt als knuspriger Bambi-Preisträger, entfolgt Kollege der Boss. Nachdem sie Farid Bang, Kollege und knuspriger Bambi-Preisträger zum damaligen Song Gangster Rap Kings trafen, scheint nun alles vorbei zu sein. Als Antwort entfolgte Kollege ebenfalls Bushido. Diese Meldung ist schon fast zu dumm, um sie preiszugeben. Aber wir sind hier auf YouTube, das heißt Broadcast Yourself und dementsprechend dürfen auch Apu Red, Dougie B, KS Reek und der ganzen anderen Ziff-Kulturen ihren Stuff abgeben und dementsprechend gebe ich es auch hier ab, meine Freunde. Mütter, Farid Bang ist für seine exzellenten Tipps bekannt. Er wendete sich an Petro und erklärte ihm, er soll nach der Trennung von Sarah nicht traurig sein. Er kenne ein Erotiklokal, das sich Petro anschauen solle. Später wendete er sich an Sarah, die bekanntlich Mutter ist, und lud sie zu Milch und Keksen ein. Farid Bang kann sich vorstellen, Petros Sohn Lego zu Weihnachten mitzubringen. Wird das das neue Rapperpaar? Wir bleiben dran. Schlechter Scheiß. Auf der Classic Tour in Wien durfte ein Newcomer vor Bushido, naja, ich sag mal so, rappen. Er wurde mit den Worten, hast du eine Ausbildung, abserviert, während Shindy deeskalierend wirkte und sagte, er solle die Träume nicht ausreden lassen. Shindy arbeitete selbst bei McDonald's und ist jetzt ein echt gut gepushter Künstler. Ab Minute 8, meine Freunde, Link ist in der Beschreibung. Trennung. Mosh 36 gab bekannt, sich vom Label Major Moves zu trennen. Die durch das Label geplante Tour wurde somit ebenfalls abgeblasen. Er hat allerdings keinen Streit mit Kalash 45 und scheint sich darüber zu freuen. Seine Hashtags zeigen, dass er wohl eher froh ist, sich vom Label getrennt zu haben. Meine Stimme ist so komisch, weil ich high und hungrig bin, meine Freunde. Deshalb eine gute Nachricht für alle 187-Fans. Zuschauer Elias hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die High und Hungrig 1 Box nochmal auf 3000 Exemplare limitiert wurde. Damals kamen nur 2000 Exemplare heraus, das heißt, es gibt maximal 5000 Exemplare. Ich bestelle mir eine vor und werde sie direkt am Freitag unboxen. Das heißt, bleibt dran, meine Freunde. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz gern an Elias bedanken und mich gleichzeitig entschuldigen, dass meine Stimme einfach voll seltsam ist. Und das war auch schon die 21. Folge der JTI Rap News, geliebte Freunde. Daumen hoch, zeigt mir, dass ihr den richtigen Button findet. Wuhu! Themenwünsche gerne in den Kommentaren posten. Danke, Endcard. Ich liebe euch und habe euch deshalb oben rechts, meine Güte, die letzte Folge der Rap News verlinkt, meine Freunde. Und direkt drunter Cash im Netz Teil 2, der erste Euro, der danach der zweite, dritte und vierte wird. Viel Spaß bei den News schauen oder Geld verdienen, wie auch immer. Wir schreiben dann gleich in den Kommentaren und wehe, es ist mal wieder keiner da, ne? Wehe, dann dreh ich durch. Bis gleich.